Heidelberg, die Stadt am Neckarufer, ist nicht nur bekannt für ihr berühmtes Schloss, sondern hier steht die älteste Universität Deutschlands. Und die modernste Forschung kommt ebenfalls aus Heidelberg auf dem Gebiet der Zellbiologie. Herzstück des Heidelberger Exzellenzclusters Cellular Networks ist das neue Bioquant-Gebäude. Hier kommen Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen zusammen und arbeiten gemeinsam an einem Thema. Die Netzwerke von biologischen Zellen verstehen zu lernen. Die Heidelberger Forscher nehmen das Thema wörtlich. Denn Erkenntnisse über das Miteinander von Zellen können, wie sie sagen, nur durch das Miteinander von Menschen zustande kommen. Den Raum für gemeinsames Reden und Denken gibt es in der Küche. Kathleen ist Doktorandin. Für ihre Forschung nutzt sie die verschiedenen Angebote der Cell Networks Core Facilities. Um neue Therapien zu entwickeln, wollen die Forscher das Verhalten und die dynamische Veränderung komplexer Bionetzwerke beschreiben und ihre Regulationsmechanismen verstehen. Dazu müssen zunächst die Proteine der Zellen gewonnen werden. Was wir hier im Bioquant machen, sind Screenings. Ohne Vorwissen versucht man, Proteine der Zelle zu identifizieren, die an der HIV-Replikation beteiligt sind. Winzige, hochkomplexe Biomaschinen regeln die Vorgänge innerhalb einer Zelle. Auch die Interaktionen zwischen Pathogen und Wirtszelle. Kathleens Forschungsfeld ist die Virologie. Viren missbrauchen die Signal- und Transportwege von Zellen. Das kann tödliche Folgen haben. Die Arbeit der Forscher gleicht einem Puzzle. Wir arbeiten hier zum Beispiel mit Statistikern zusammen, die uns helfen, aus den Daten die wirklichen Hits zu identifizieren, basierend auf Signifikanz. Wir arbeiten hier auch mit Personen zusammen, die uns ermöglichen, auch im Hochdurchsatz unsere Proben vorzubereiten. Das heißt, ich als Biologe muss nicht die einzelnen Proben aufnehmen, sondern es wird automatisiert generiert. Das macht die Forschung sehr effektiv. Mit Hilfe der Fluoreszenzmikroskopie lässt sich genau beobachten, wie die Viren Wirtszellen für ihre Zwecke nutzbar machen. Wie diese Interaktionen genau funktionieren, versuchen die Wissenschaftler herauszufinden. Warum weiß man im 21. Jahrhundert noch immer so wenig darüber? Das ist eine sehr spannende Frage, auch ein sehr spannendes Gebiet. Der Grund dafür ist, dass Viren zwar prinzipiell nicht als lebende Organismen anzusehen sind, dennoch aber eine sehr, sehr aktive Evolution durchlaufen. Das gilt insbesondere für Viren, die auf einem RNA-Genom basieren, wie zum Beispiel das HIV-Virus. Und gerade diese Viren mit einem RNA-Genom sind in der Lage, sehr, sehr schnell zu evolvieren, ihr Genom zu verändern. Insbesondere in dem infizierten Patienten passiert ständig eine Virusevolution. Dadurch werden diese Viren im schlimmsten Fall resistent gegen bereits existierende chemische, biologische, antivirale Wirkstoffe, sodass ein ständiger Wettlauf, ein Wettkampf entsteht zwischen dem Kliniker, dem Therapeut und dem Virus selbst. Und das macht dieses Gebiet sehr spannend, aber natürlich auch sehr schwierig. Um weitere Erkenntnisse über die chemischen Eigenschaften der Zellen und Viren zu gewinnen, werden die Proben im Chemielabor und in der Technologieplattform Chemical Biological Core Facility untersucht. Denn biochemische Signale spielen auch eine Rolle, um das mechanische Verhalten der Zellen zu verstehen. Computersimulationen sind aus dem Leben der Biologen nicht mehr wegzudenken. Zellkontakte heißen die Schnittstellen zwischen der Außenwelt der Zellen und ihrem Inneren. Die Bindungsmechanismen zu verstehen, ist bedeutend, zum Beispiel für das folgenschwere Metastasieren von Krebszellen. Experiment trifft Theorie. Ihre Untersuchungen bespricht Kathleen mit den theoretischen Physikern, die die Ergebnisse quantifizieren, mathematische Modelle und computergestützte Simulationen entwickeln. Im Bioquant werden molekularbiologische und biomedizinische Forschung mit wissenschaftlicher Mathematik verzahnt. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit lässt ein höchst effizientes wissenschaftliches Netzwerk entstehen. Damit alle beteiligten Wissenschaftler über die Angebote der Technologieplattformen informiert sind, gibt es regelmäßig Präsentationen über die speziellen Serviceangebote und natürlich die neuesten Errungenschaften. Professor Hans-Georg Kreußlich, Sprecher des Exzellenzclusters Cellular Networks, über die Möglichkeiten hochauflösender Elektronenmikroskopie. Core-Elektronenmikroskopie ist eine Methode, die sich in den letzten 10, 20 Jahren herausgebildet hat als eine neue Möglichkeit, große Komplexe in ihrer Struktur genauer zu studieren mit einer Auflösung, die man vorher nicht erreichen konnte. Dafür braucht es sehr aufwendige Maschinen. Man friert im Prinzip Material, biologisches Material extrem schnell ein und schaut es sich dann im hochauflösenden Elektronenmikroskop genau an und kann damit die Strukturen von komplizierten Maschinen genauer studieren.
Die Wissenschaftler am Bioquant in Heidelberg arbeiten daran, die Puzzlesteine zusammenzusetzen, um komplexe Lebenszusammenhänge immer besser zu verstehen und adäquat zu beschreiben. Eine Zusammenarbeit, bei der das Ganze mehr ist als die Summe der Teile.